Ich begrüße euch, mein Name ist Andrea Susanna Medici. In dieser Aufnahme geht es um eine Horoskopanalyse und das ist das Geburtshoroskop von Michael. Das ist eigentlich eine Beratung, was ich hier veröffentliche und Michael hat mir das erlaubt, diese Aufnahme zu veröffentlichen. Aber Michael, ich grüße dich mal in erster Linie, weil das ist doch dein Horoskop, das ist dein Video und das ist für dich diese Aufnahme und wir fangen schon an. Also dein Geburtshoroskop liegt vor mir. Ich schaue das an und das Erste, was ich ansprechen möchte, du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren. Diese Tierkreiszeichen, oder könnte ich auch sagen, dein Sonne, dein Wesen, dein Kern, liegt in der Nähe, das höchste Punkt im Horoskop, also das heißt kurz vor so Mittagszeit bist du geboren, also dein Sonne strahlt ganz oben und das ist dein Wesen. Du strebst danach, nach oben zu sein und von oben strahlen, wie die Mittagssonne, ganz in die Nähe. Das ist auch deine Berufung und dort bekommst du Ansehen. Schütze, was für Berufung könnte das sein? Das ist Ausland, das sind Reise, aber auch innere Reise. Also das ist ein Weitblick, nicht nur örtlich, sondern auch durch Erfahrungen auch. Aber die Schütze hat auch mit Pferde was zu tun, weil das ist immerhin, Chiron wird hier sinnbildlich halb Pferd und halb Mensch. Und ich weiß, dass du mit Pferden arbeitest. In der Nähe befindet sich aber auch Neptun. Und das enttäuscht dich manchmal, also so ganz zufrieden bist in diesem Bereich nicht. Neptun kann mehrere Bedeutungen sein, auch Enttäuschung ein bisschen, das ist alles so undurchschaubar. Aber auch die Spiritualität, diese Magie, dieser Bereich, was Geheimnisse bedeutet. Also das wäre ein Bereich, wenn du jetzt nicht dein Horizont auf dem Weiten öffnest, sondern dein Horizont in die Tiefen öffnest und die Reise nicht nach Ausland geht, sondern die Reise geht in die Tiefen, in diese Quelle, dann führt dich Neptun dazu. Immerhin ist Neptun nichts anderes wie Poseidon, das Gott des Meeres. Und es wäre auch eine Reise im Meer. Und das bedeutet in dieser Mystik, dieser verborgenen, dieser geheimnisvollen Welt in die Tiefe. Das wäre auch ein Bereich, wo dich gut vorstellen könnte ich beruflich. Vor allem Neptun steht wirklich in die Spitze, in die Horoskop, denn Sonne nähert sich dazu, aber Neptun steht höher, also hat eine höhere Bedeutung. Und das könnte dir dazu führen, dass du wirklich Anerkennung und Erfolg damit hast, weil das wird bewundert. Da stehst im Licht, im wegen die Mittagssonne ganz oben. Dieser Neptun hat aber einen Quinkungsaspekt zu Saturn. Saturn begrenzt das bisschen oder wird dich ablenken in eine traditionelle Richtung und das ist eine gewisse innere Unsicherheit. Aber immerhin Neptun steht mehr weit oben, also das wäre doch der Bereich, wo du eventuell als neuer beruflichen Weg anschauen solltest, sollst du aber diese inneren Unsicherheit, was Saturn versucht, dich ein bisschen eingrenzen, überwinden. Warum grenzt das Saturn ab? Warum grenzt Saturn das ab, wenn das deine Berufung wäre? Weil hier hast du Lernaufgabe, ob du wirklich an dir glaubst. Ob du wirklich das durchsetzen kannst, ob du dabei bleibst.
wie ernst du das nimmst auch. Schauen wir mal dein Aszendent an. Dein Aszendent befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das ist deine Ausstrahlung, das ist dein Auftreten, so wie die Menschen dich wahrnehmen. Über die Tierkreiszeichen Wassermann herrscht der Planet Uranus. Uranus ist von der Zeit voraus. Uranus ist die Erfindungen und das Geist. Und Uranus ist immer außergewöhnlich und bricht alten Traditionen. Das bedeutet also, du bist kein, von dem Aussehen her, kein Mensch, wo bürgerlich erscheint oder altmodisch, sondern das ist die Zeit voraus. Ich muss auch sagen, dass Uranus hat eine besondere Laufbahn und alle Menschen, die Uranus-Einfluss stehen oder Tierkreiszeichen Wassermann geboren sind oder wie bei dir Tierkreiszeichen Wassermann als Aszendent haben eine außergewöhnliche Laufbahn und sie fühlen sich auch außergewöhnlich und du sollst du dich auch so fühlen. Du bist kein Durchschnittmensch, sondern bist außergewöhnlich und das ist die Ausstrahlung von dir und so nehmen sie dich die Menschen auch wahr. Ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Aszendent ist auch der Geburtsmoment. Was bedeutet das genau? In diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist dieser Tierkreiszeichen in Osthorizont aufgestiegen. Das heißt, ihr habt in dem gleichen Moment das Licht erblickt. Und dieser Tierkreiszeichen hat dich begrüßt und hat dich gekleidet und begleitet dich, dieser Wassermann, von deiner Geburt bis zum Lebensende, weil das ist dein Kostüm, das, was du an dir trägst, dieser Tierkreiszeichen. Und so nehmen sie dich, die Menschen, auch wahr. Nicht nur das Wassermann hat dich begrüßt, sondern Jupiter hat dich auch begrüßt. Und Jupiter ist das Glücksplanet. Das heißt, das Glück ist an deiner Seite von deiner Geburt bis zu deinem Lebensende. Das heißt, in allen Schicksalsschlägen oder jedes Mal, wenn du stolperst oder etwas passiert, was dich traurig macht, du stehst immer auf. Du stehst immer auf. Wichtig ist, dass du optimistisch bist, weil das ist das Essenz des Planet Jupiter und natürlich auch die Gerechtigkeit spielt auch eine Rolle. Also versuch in deinem Leben immer gerechtig handeln und sei immer optimistisch. Dann kannst du sicher sein, dass Jupiter oder Zeus, heißt die griechische Mythologie, begleitet dich in dein Lebensweg. Also auf jeden Fall, das war ein glücklicher Moment, wo du geboren bist. Und hast dieses Glück auf deiner Seite. Nicht nur das, sondern dieser Jupiter aber wunderschön bestrahlt vom Pluto. Und es ist auch Macht. Also alles oder nicht. Also Pluto ist die Kraft und die Macht. Entweder oder alles oder nichts. Und versucht immer in Kraft zu bleiben. Und lässt sich nichts ablenken von, was Kraft kostet. Und das ist eigentlich, was Pluto auch sagen will. Und das berührt dich auch persönlich. Es steht zwar nicht in dein Aszendent, aber bestrahlt dein Aszendent sehr positiv. Das heißt, du kannst diese Energie vorteilhaft nutzen. Ich versuche das zu erklären, damit das anwenden kannst in dein Leben. Pluto ist Macht. Pluto ist Kraft. Und diese Kraft kommt von innen. Aber Pluto schleppt nichts mit. Lass alles los, was stört. Und versucht immer und immer und immer in Kraft zu bleiben. Wenn du das anwendest in dein Leben, bringt dir das Glück.
Schlepp nichts mit, was nicht in dein Leben gehört. Kein Menschen, kein Gegenstände, keine Gewohnheiten, alles, was dich stört und du triffst die Entscheidungen, lass los, verabschiede davon, so bleibst du selbst, so bleibst in Kraft und es gibt dir Glück, wenn du dazu noch optimistisch bist und gerechtigt, dann eigentlich in dein Lebensweg begleitet die Kraft und das Glück. Mal ein Augenblick zu deinem Mond, weil das ist deinen Emotionen und das ist deinen Gefühlen, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Widder ist ungeduldig. Über die Tierkreiszeichen Widder herrscht der Planet. Mars, das ist das Kriegsplanet, das kann auch mal aggressiv sein. Und wenn deinen Emotionen zu viel ist oder jemand dich reizt, dann bricht es aus wie ein Vulkan, dann kannst du das nicht im Zaun halten. Vor allem dieser Mond wird auch von Uranus bestrahlt und Uranus ist auch astromedizinisch unser Nervensystem. Das heißt, wenn dich etwas nervt oder jemand dich nervt oder macht dich jemand, wenn du ungeduldig auch noch bist und kommt dieser Einfluss, dann brichst aus, dann sagst du das, du zeigst dann sofort dein Gefühl, weil der Widder überlegt nicht lange, sondern die wieder handelt schnell. Und wenn dich das trifft in dein Leben, dass du nervös bist, weil andere dich reizen oder die Situation, dann überlegst nicht, sondern zeigst diese Wut oder dann kannst auch mal energisch sein. Das vielleicht ausgleichen, hättest einen Vorteil in dein Leben, dass du das wirklich dann überlegen bist oder aber mit dieser Widerenergie, das ist ganz, ganz schwierig. Wir gehen mal zurück zu deinem Aszendent und zu deinem ersten Haus, weil das ist deine Persönlichkeit oder wie die Menschen dich wahrnehmen. Du hast ein eingeschlossenes Zeichen in dieses erste Haus und das ist das Tierkreiszeichen Fisch. Es ist eingeschlossen, gefangen und so fühlst du dich im Leben wie gefangen, dass du dich nicht selber sein kannst. Das heißt, hier besteht auch eine gewisse Aufgabe, diese Gefangenschaft, Gefangene zu fühlen, zu befreien. Und wie befreist du dich davon? Mit Wasserelement, weil das ist das Fisch, wo hier eingeschlossen ist. Es fließt das Wasser nicht. Wenn du versuchst, das Leben fließen lassen, das geht's dir leichter und einfacher und fühlst du dich freier. Diese Energie, diese Wasserenergie wartet drauf, befreit zu sein. Wie befreist du dich davon? Da gibt Saturn einen Hinweis, weil das ist auch oft die Schlüssel für die Probleme. Wo hast du Lernaufgabe? Und das ist bei dir die fünfte Haus. Fünfte Haus sind die Kinder. Fünfte Haus ist die Lebensfreude. Fünfte Haus hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Löwe und wir wissen, über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Hat es ein Thema mit deiner Sonne? Und Sonne ist astromedizinisch das Herz. Und es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern alles, wo wir mit Herz und Begeisterung dabei sind alles, was wir lieben. Menschen oder ein Hobby oder Bücher oder Kunst. Alles, was du liebst, sollst du darauf achten, weil hier hast du Lernaufgabe in diesem fünften Haus. Das ist das Lebensfreude.
du schränkst dich ein bisschen ein mit deiner Lebensfreude, mit dieser Saturn im fünften Haus und es befindet sich auch sogar im Krebs wieder Wasserelement. Also lass das fließen, dass du befreit fühlst und hast Lebensfreude im Leben, weil das ist für deine Persönlichkeit auch besser, weil so findest zu dir selbst. Also sei nicht so streng, wenn das um die Lebensfreude betrifft. Und sei nicht so unsicher oder ängstlich im Leben, sondern versuch das so denken über das Leben, das ist wie ein Fluss. Du musst, das Leben trägt dich. Das vielleicht gibt dir eine gewisse Leichtigkeit. Wie schwimmen. Lass dich mit diesem Strom schwimmen. Geht's dir einfacher und leichter und fühlst du dich freier und das befreit dich. Wir haben schon miteinander telefoniert und ich weiß, du hast mir das anvertraut und ich hoffe, darf ich das auch erlauben zum Sagen, dass du als Mann liebst eigentlich auch Männer. Also du fühlst du dich zu Männern hingezogen. Woher kommt das? Ist mal wichtig, dass du dich selbst fühlst. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann steh dazu. Weil so bist du und so sollst du das leben. Das ist dein Persönlichkeit. Sei Persönlichkeit. Und dabei hilft auch dein Wassermann Aszendent. Du bist außergewöhnlich. Du bist auch nicht bürgerlich. Also, das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und das sollst du auch leben. Wenn ich die Venus betrachte in dein Horoskop, es befindet sich im sogenannten 12. Haus. Kurz vor, also so etwa sagen, so, wenn ich das als wie ein Uhr betrachte, das Horoskop etwa halbe Stunde vor deiner Geburt, also vor du geboren bist, hast du mit die Energie das Venus berührt. Also das heißt, es war noch dieser Planet auf dich wirksam, auf die Schwangerschaftszeit vor deiner Geburt. Es ist auch dieses 12. Haus ein ganz geheimnisvoller Bereich. Beschreibt auch die Schwangerschaft noch so etwa 2 Stunden vor die Geburt überhaupt, das gesamte Haus und das Venus-Energie so halbe Stunde vor deiner Geburt. Das ist jetzt nicht exakte Berechnung, also nicht mathematisch, sondern dass ich so ein bisschen zeitlich das einschränken kann. Und es beschreibt auch die Schwangerschaftsphase, wenn ich diese 12. Haus, die Schwangerschaft betrachte als 9 Monate Schwangerschaft, dann könnte ich diese Energie in etwa im 6. Schwangerschaftsmonat zuordnen. Aus dem Grund spreche ich das mal überhaupt an, weil diese Venus ist verletzt. Entschuldigung. Verletzt von anderen Planeten, verletzt von dem Mond, also von der Mutterschaft überhaupt, aber auch beeinflusst auf die Sonne ungünstig, diese Venus. Und ich würde mal behaupten, dass etwa in die Schwangerschaftsphase, in die 6. Monat Schwangerschaftsphase hat deine Mama etwas erlebt, was auf dich gewirkt hat, etwas. Vielleicht kannst du fragen, deine Mama, vielleicht kannst du fragen, wie hat erlebt, ist da was passiert, hat sie vielleicht Angst bekommen oder hat sie einen Unfall gehabt? Oder war sie krank? Oder was passiert? Ich kann nichts sagen. Aber etwas passierte.
wo dich irgendwie diese Energie dann auch ein bisschen gefangen fühlt. Da hast du Themen. Und das ist das Mutterbild, das ist die Venus, auch die Bild zu Frau. Es ist alles so ein bisschen auch im Geheimen, aber ich denke, das hat mit der Schwangerschaft etwas zu tun. Und vielleicht ist es auch ein Grund dazu, dass du nicht gerade jetzt zu Frauen hingezogen fühlst. Das ist so meine Vermutung, dass das irgendwie mit der Schwangerschaft zusammenhängt. Aber es ist okay, es ist gut, so wie das ist, weil so bist du. Es ist auch nicht umsonst, dass du unter diesem Stern geboren bist. Also hat auch eine Bedeutung. Wichtig ist, dass du zu dir selbst stehst und so lebst und das zeigst nach außen. Und dass du erfolgreich bist und dass du bewusst bist, dass mit positives Denken, auch optimistisch zu sein, auch gerechtigt zu sein und auch in dieser Pluto-Kraft zu bleiben, also nichts mitschleppen im Leben, was dich bedrückt, auch das Leben, das Fluss, das Leben vertraust. Und diese Leichtigkeit spürst, dass das Leben, dein Schicksal trägt dich und Grunde genommen hast du dieses Glück. Du musst damit nur bewusst sein und das befreit dich, befreit diese eingeschlossenen Zeichen. Und Lernaufgabe hast, viele haben Lernaufgabe, weil sie etwas bewältigen müssen beruflich oder die müssen Ordnung machen oder die sollen diszipliniert sein. Aber bei dir ist es umgekehrt, weil das kannst du. Weil es bei dir Lernaufgabe ist, dass du das Leben genießen kannst. Also schönere Aufgabe, Lernaufgabe könnte eigentlich Saturn gar nicht verteilen. Du bist zu dir selbst zu streng. Und Saturn will dir belehren, genieße das Leben, vertraue das Leben, vertraue an dein Schicksal, vertraue an dir selbst. Und du kannst das Leben genießen und du sollst genießen. Und was dir vorwärts bringt, was du lernst auch, Lebensfreude zu haben. Also das ist das Lernaufgabe. Und schauen wir mal die anderen Planeten auch an. Und dann gehen wir mal ein auf einen anderen Horoskop. Mal versuche ich das erklären, wie ist die Verbindung zu deinem Freund, wobei ich das Horoskop nicht kenne, ohne Uhrzeit. Das wissen wir nicht. Aber die Geburtsdatum weiß ich und dann könnte ich mal die Planeten nachschauen, wo seinen Planeten sind und was hat das mit dein Horoskop zu tun. Aber erstmal schauen wir noch dein Horoskop, bleiben wir dabei. Dein Mondknoten, das ist das karmische Zeichen. Es gibt ein absteigende Mondknoten und es gibt ein aufsteigende Mondknoten. Die absteigende Mondknoten, das ist das alte karmische Erfahrungen, das Gesamte, was du vertraut bist. Das ist bei dir im Tierkreiszeichen Zwilling und in deinem Umfeld. Deine Zuhause, dein Herkunft, dein Umfeld, da fühlst du dich vertraut. Da kannst du dich bewegen, da hast du Kontakte, da bist du vertraut, das kennst du schon alles. Dein aufsteigender Mondknoten ist das Weg, was für dich unbekannt ist. Manchmal hat man davon auch ein bisschen Angst, weil man das nicht kennt. Das ist die Schütze. Und das in Bereich 11., 12., 11., 10. Haus.
Das ist die Berufung, aber auch die Freundschaften. Und Schütze ist die Weite. Die Weite, auch Ausland. Das heißt, mit anderen Worten, du bist umgänglich, du führst Kontakte oder Gespräche, überhaupt kein Problem. Wo du eventuell Problem hast, weil für dich ist es unbekannt, was du auch lernst, ein Neuland, eine Neuentdeckung, dein Horizont zu erweitern und mal nach Ausland zu schauen, die Ferne. Und das ist die Schütze. Und es ist widersprüchlich ein bisschen, weil du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren. Also hast eigentlich, das ist dein Wesen, die Schütze. Aber dieses Wesen ist für dich fremd. Und du lernst es auch, ein Schütze zu sein. Das heißt, du bist mit deinem Wesen nicht ganz vertraut, weil das lernst du an dich selbst zu entdecken. Und das ist ein Weg auch, wo noch Entdeckungen hast, Ausland oder große Reise. Aber wie ich schon sagte, der allerhöchste Punkt im Horoskop, und das ist auch die Schütze, und das hilft dich dabei, deine Ziele zu erreichen oder was mal überhaupt Anerkennung zu bekommen, das ist auch die Neptun-Energie, dass das nicht nur diese örtliche Entfernung gemeint, sondern auch diese Tiefe an in unseren Inneren diese Reise zu machen, diese Mystik und diese Brunnen zu erkennen an uns selbst. Also auch die innere Reise bei dir vermischt sich das beides. Wohl das Örtliche, das Ausland, auch das inneren Reise, weil da bist du intuitiv, da hast du Fähigkeiten und diese Fähigkeiten kannst du nach außen bringen, in Glanz zu bringen, so dass du Erfolg hast und Anerkennung bekommst. Die Gespräche und was die Merkur symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das heißt, oft triffst du die richtigen Worte und bringst es genau im Punkt. Aber manchmal kannst du mit einem Wort auch andere verletzen auch. Also diese Fähigkeiten hast du auch. Also das heißt nicht, dass du Krieg führst oder aggressiv verhältst, wobei die Mond im Widder kann mal solche Momente auch erleben. Aber du findest auch die richtigen Worte. Also das ist eigentlich deine Waffe, deinen Worten. Und das nützt du auch im Leben. Oft brauchst du das auch, weil manchmal hilft es, dich zu wehren oder hilft es, etwas so zu vermitteln, dass die anderen mal Respekt von dir bekommen. Also du kannst mit Worten eigentlich dich behaupten. Manchmal dich wehren, aber dich auch behaupten. Jetzt überlege ich, ob ich jetzt in die Häuser weitermache, aber ich denke, machen wir erstmal deinen Freund und dann schauen wir mal die Lebensbereiche an. Wie gesagt, ich kenne die Horoskop von deinem Freund nicht. Weil wir kennen die Uhrzeit nicht. Aber ich habe die Geburtsdatum von ihm und von Geburtsdatum kann ich Sonne, Mond und die Planeten mal erkennen. Aszendent nicht, weil dazu braucht ich die Uhrzeit. Du hast mir immer vermittelt, dass dein Freund in Tierkreiszeichen Fischen geboren ist. Und ich habe mal festgestellt, es kann sein, wenn er kurz nach Mitternacht geboren ist, könnte sein, dass das sein Sonne noch im Tierkreiszeichen Fischen ist. Aber in diesem Tag, wo er geboren ist, hat die Sonne gewechselt von
von Tierkreiszeichen Fischen auf Tierkreiszeichen wieder. Das war die Übergang. Die Sonne befindet sich im Grenzbereich. Hat auch eine Bedeutung, weil dein Freund kann über seine Grenzen gehen. Immer wieder, das gehört zu seinem Charakter. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, ich brauchte die Uhrzeit dazu. Wenn er kurz nach Mitternacht geboren ist, dann ist definitiv noch in Tierkreiszeichen Fischen geboren. Wenn er aber tagsüber geboren ist, was ich vermute, dass das so ist, ist er gar nicht im Fischen geboren, sondern er ist in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Also genau könnte ich nur mit Uhrzeit das sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er im Tierkreiszeichen wiedergeboren ist, sehr hoch. Ob jetzt Fisch oder Widder, ist immerhin Grenzgänger. Also er kennt sich mit den Fischeneigenschaften aus, aber auch mit Widder. Mit großer Wahrscheinlichkeit, wie ich schon sagte, er ist schon im Widder geboren. Gehen wir mal davon aus, dass sein Sonne schon im Tierkreiszeichen Widder befand. Wenn ich vergleiche sein Sonne mit dein Sonne, das heißt eure Wesen, euren Kern, du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren, er ist in Tierkreiszeichen wiedergeboren, das heißt, euch verbindet beide die Feuerelement und energetisch von den Wesen her seid ihr miteinander im Einklang. Bei zwei Feuerelementen verbinden sie sich gut. Dann noch dazu, wie gesagt, wir gehen davon aus, er ist in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Du hast den Mond im Widder. Das heißt, ihn als Wiedergeboren spricht schon an deinen Emotionen oder wie du dich innerlich bist. Oder oft verhältst du dich wie ein Widder, weil das ist in deinen Gefühlen. Und oft zeigst auch deinen Gefühlen und das ist schon widerartig, das fasziniert ihn. Das heißt, als Wiedergeborenen kommt mit deinen Gefühlen im Klaren, es ist im Einklang. Zwei Wieder verbinden sich, also er versteht dich. Besonders, wenn deinen Gefühlen das typische Wieder zeigst. Also nicht diese sanfte, liebevolle, sondern das energische Wider. Dass du mal Wut zeigen kannst, dass du mal direkt bist, dass du mal von etwas begeistert bist oder deine Leidenschaft, das ist immerhin Feuerelement. Also wenn das diese typische Wider-Eigenschaften von dir rauskommt, das ist etwas, wo er versteht, weil er kennt sich da auch aus. Er hat auch etwas vom Widder. Also da seid ihr auch im Einklang. Sein Mond betrifft seinen Gefühlen. Befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Aber auch im Grenzbereich. Auch Jungfrau Waage, auch im Grenzbereich. Das heißt, emotional ist auch sehr wieder diese Grenzgänger, kann auch über seine Grenzen gehen. Manchmal kommt die Jungfrau, dann ist bescheidener, wieder ein bisschen zurückhaltender. Manchmal kommt die Waage raus und dann natürlich genießt das Liebe, das Schöne, die Harmonie, das Liebe. Also Mond ist auch im Grenzbereich bei ihm. Und weil sein Sonne im Tierkreiszeichen wieder ist,
und sein Mond im Tierkreiszeichen Waage ist und auch noch die Gradzahl auch stimmt, heißt es, Sonne, Mond liegt bei ihm gegenüber. Und wir wissen, wenn Sonne und Mond gegenüber liegt, dann ist Vollmond. Das heißt, er ist im Vollmond geboren. Aber bei dieser Vollmondphasen, wobei die Inder oder indische Astrologen sagen, die sind wirklich die Glückspilze im Leben, das ist, bedeutet für die Geborenen im Vollmond geboren zu sein, Glück. Aber in unserer Astrologie ist das wie im Waageschale, das heißt immer alles abwiegen und hier geht's um Gefühl und Verstand. Sonne symbolisiert auch das Verstand, Mond symbolisiert das Gefühl. Das ist natürlich ursprünglich Vater- und Mutterbild, aber mal, wie er das erlebt jetzt gerade, Verstand und Gefühl, das muss er immer im Gleichgewicht zu halten, so findet er die Mitte, so ist er ausgeglichen. Also er kann nicht allzu viel Gefühl zeigen, sonst kippt die Waageschale und kann auch nicht nur mit Verstand handeln, kippt auch die Waageschale. Also das muss er immer drauf achten, dass schön im Gleichgewicht bleibt. Wenn ich eure Mond betrachte, sein Mond und dein Mond. Sein Mond ist Waage, dein Mond ist Widder, so wo sein Sonne auch steht, zwar nicht in gleicher Gradzahl, aber immerhin in Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, euer Mond liegt gegenüber. Es ist schon Anziehungskraft da. Ganz klar. Ist auch Luft und Feuer. Das heißt, sein Mond ist Luft, Waage. Dein Mond ist Widder, Feuer. Und Luft und Feuer als Element sind befreundete Elemente. Und auch diese Anziehung. Aber eure Mond, und das betrifft euren Gefühlszustand, euren Emotionen, das muss darauf immer achten, aber ganz feinfühlig, dass immer im Gleichgewicht ist. Dass ihr beide immer im Gleichgewicht seid und dass vielleicht du nicht oft zu ihm was sagst, was vielleicht er als aggressiv empfindet durch Widdermond und dass er nicht allzu viel überlegt und nachdenkt und soll ich nicht, da neigt die Waage Mond dazu, gerade in Themen, was seine Emotionen betrifft. Es geht schlicht einfach um Gefühlen und Emotionen, die Verbindung zwischen euch beiden. Also sehr feinfühlig mit den Gefühlen umgehen, dass das immer schön im Gleichgewicht bringt, Gleichgewicht kommt und dann harmonisiert das alles, weil dann findet euch in die Mitte. Ist auch wichtig zu erwähnen, dass sein Mond hat Konjunktion, Verbindung zu Saturn, was seinen Gefühlen einschränkt ein bisschen. Also er kann das verbergen, seinen Gefühlen, oder anderes gesagt, er tut sich schwer, Gefühle zu zeigen. Andersrum auch, Jupiter hat auch eine Konjunktion. Also er hat Mond, Konjunktion mit Jupiter und mit Saturn, also alle drei. Und Saturn grenzt ein bisschen ein und Jupiter vermehrt sich. Und das erlebst in seinen Emotionen. Entweder gibt zu viel Emotionen und zu viel Liebe, vielleicht übertreibt sogar mit Jupiter. Das heißt, Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Und beschenkt dich mit diesen Emotionen. Andererseits bremst es ab, wenn die Saturn wirkt. Und kann mal auch kühl sein, kann distanziert sein oder überhaupt kein Gefühl zu zeigen. Und das ist die zwei Extreme. Und du erlebst, was seine Gefühlen betrifft, was seine Emotionen betrifft, als Extreme.
Dann nochmal die Bindung zu euch beiden. Also, wie ich schon sagte, Mond ist auch Gefühlen, Emotionen. Bei ihm liegt in die Waage, was auch Entscheidungsschwierigkeiten bedeutet, wo er an etwas emotional drin hängt, wie Partnerschaft und Liebe. Andererseits, Waage ist ein Luftelement. Und du hast Aszendent Wassermann, auch Luftelement. Also dein Aussehen, dein Auftreten, deine Ausstrahlung, wer dich optisch wahrnimmt oder die erste Begegnung, das war sehr anziehend für ihn und das hat seine Emotionen schon berührt, weil sein Mond ist Waage, Luft und du hast Wassermann vertreten, das ist auch Luft und Luft und Luft, das harmonisiert, also wieder eine Anziehungskraft. Jetzt schauen wir mal die Kommunikation, weil in Partnerschaft ist es auch wichtig, wie spricht man miteinander. Sein Merkur. Merkur ist der Planet für Kommunikation. Bei ihm befindet sich Merkur in Fischen. Und bei dir befindet sich Merkur im Skorpion. Beide ist Wasserelement, also ihr könnt miteinander reden, wenn eure Emotionen im Gleichgewicht bleibt. Und wenn er leichter tut, damit Entscheidungen treffen, Waage Mond hat da Themen. Also wenn er lernt, klare Entscheidungen treffen, kommst du mit ihm auch klar, weil dein Mond, das sind die Emotionen im Widder. Das heißt, alles, was dich emotional betrifft, und das ist natürlich Liebe, Partnerschaft, ist es auch so, was dich emotional betrifft, bist du mit dieser Widder ungeduldig. Und weil die Waage Mond, wo auch seine Emotionen betrifft, also alles, wo er gefühlsmäßig drin hängt, wiegt immer ab und trifft schwer Entscheidungen. Und dieses Verhalten, dass er nicht entscheiden kann, bringt dich aus der Ruhe. Und dann kommt die Widder-Temperament, die Feuerelement. Natürlich, dann sagst du das auch, dann bist du vielleicht wütend oder du zeigst dann auch Gefühle. Das heißt, entweder überlegt in dem Moment nichts, du hast dieses Gefühl und du zeigst es direkt. Und das natürlich ihn verletzt, Waage Mond versucht auch harmonisch zu sein. Und dann neigt er dazu, weil er ist Grenzgänger, also wir dürfen nicht vergessen, er ist Grenzgänger, auch mit seinen Gefühlen, dann neigt er dazu, wenn das so ist, dass er sich verletzt fühlt, dann schlüpft in die Tierkreiszeichen Jungfrau, weil sein Mond ist in Grenzen zwischen Waage und Jungfrau. Ist zwar im Waage, aber er kennt sich im Jungfrau auch aus. Er ist hin und her, also Grenzgänger. Und ein Waage-Mond, und das sind seine Emotionen, seine Gefühle, braucht Harmonie und Ruhe. Und wenn ihr, die Anziehungskraft ist da, wenn ihr beide das harmonisiert miteinander, dann trifft euch in die Mitte. Wenn dich das nervt, weil er keine Entscheidung treffen kann und mit Waage ist es nicht einfach, Entscheidungen zu treffen, da wiegt immer alles ab. Das führt dazu, dass du spürst die Widder-Element und brichst aus. Dann kommst mit diesem Widder-Temperament, vielleicht mal ein bisschen aggressiver oder ein bisschen lauter und überlegst nicht, also du bist nicht diplomatisch in dem Moment, sondern du lebst deine Natur eigentlich und er steht als Waagemond da und du störst mit diesen Emotionen seine Ruhe. Und was macht er dann?
übergeht in Tirkreiz eine Jungfrau, weil da kennt er sich auch aus, er ist Grenzgänger und spielt dieser Jungfrau und zieht er sich zurück. Zieht er sich zurück und du musst warten, bis er wieder zurückkehrt im Wagen. Er ist mal so erkennt beiden Tirkreiz eine. Das möchte ich damit vermitteln. Auch wenn er sein Mond im Waage ist, aber im Grenzen, also er kann auch mit dem Jungfrau-Eigenschaften eigentlich auch umgehen. Das gehört auch ein Teil von ihm. Das sind die sogenannten Grenzgänge. Und dann erlebst, dass er Jungfrau ist passiv. Als Tierkreis einen passiv, dass er neigt dazu, dann zurückzuziehen und dann fühlst du dich verletzt. Und das ist immer so hin und her und hin und her. Und die Lösung ist eigentlich, dass du ein bisschen bremst, dieses Feuer, wenn du ungeduldig bist und dass er mehr auf dich zugeht, dass ihr beide einen Schritt auf anderen zugeht und irgendwie in die Mitte trifft. Das heißt, bei ihm geht es um Entscheidungen, dass er klare Entscheidungen trifft und dir die Klarheit gibt und dass du deine Emotionen in dem Moment, wenn du nervös bist oder enttäuscht oder dich das wütend macht, etwas bremst und sorgst dafür, dass das trotzdem harmonisch, ein bisschen diplomatischer handelt. Das ist das ganze Geheimnis. Kommt ihr in Mitte, das gleicht sich dann alles ganz schön aus und sorgt dafür, dass eine harmonische Bindung ist. Sein Mars, seine Männlichkeit ist wieder, so wie deins auch. Das heißt, da diese Männlichkeit, diese männliche Energie bei euch dasselbe. Und Widder, also dein Mars ist im Widder und sein Mars ist auch im Widder und Widder selber auch ein Tierkreiszeichen, was über die Tierkreiszeichen Widder herrscht, der Mars. Das heißt, es ist sehr ausgeprägt männlich oder diese Mars-Energie ist sehr ausgeprägt. Das ist wieder eine seid ihr im Einklang eigentlich als zwei Männer, seid ihr im Einklang, weil ihr habt die Mars in die gleiche Position und ihr lebt auch diese Mars-Energie. Vor allem, das ist im Widder Tierkreiszeichen, seine eigenen Zuhause, seinen eigenen Tierkreiszeichen. Dann schauen wir mal an, was bewegt sich bei dir? Schauen wir mal an die Liebesplanet Venus. Die Liebesplanet Venus bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Du hast Merkur in dein Geburtshoroskop im Skorpion und das betrifft Nachrichten, Kommunikation, Gespräche und am 15. und 16. Oktober, jetzt diesen Monat dieses Jahres, also in ein paar Tagen, 15. 16. Oktober 2016 erreicht das Liebesplanet Venus die Merkur. Und in diesem Tagen kannst mit einem wichtigen Gespräch oder eine Nachricht rechnen, betrifft dein Liebe. Nicht nur das, das mit einer Nachricht zum Rechnen ist, sondern das verbindet auch zu deinem Mond, deinen Gefühlen. Also, das heißt, 15. 16. Oktober, ein wichtiges Gespräch oder eine Nachricht betrifft deine Emotionen, betrifft dein Liebesleben und der Einfluss, was hier kommt, ist unsicher, in welche Richtung das weitergeht. Also nach diesem Gespräch, was da kommt, fühlst du dich immer noch unsicher, wo führt diese Liebe hin. Du bekommst nach diesem Nachricht, nach diesem Gespräch noch nicht die Sicherheit.
In die gleichen Tagen, in dieselben Tagen, also 15. und 16. Oktober 2016, also dieses Jahr, jetzt in die Tagen, Mars, wo auch die männliche Liebesplanet ist, erreicht dein Lilith. Lilith ist kein Planet. Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel. Das ist die Mondumlaufbahn, das weiteste Punkt von der Erde aus gesehen, aber ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld sagt aus oder zeigt die Sehnsüchte und die Wünsche. Und das fühlst du dann in die Tagen, diese Sehnsucht und dieses Wunsch. Oft passiert dann, und das versteht man, wenn man die mythologische Geschichte kennt von Lilith, was für Energie das ist. Mal ganz kurz, damit ich das besser erklären kann. Lilith war die erste Frau Adams. Die Götter haben das so bestimmt. Und Lilith hat eine göttliche Abstammung. Wollte Adams erste Frau sein. Die beiden haben auch verliebt. Und wo das in Partnerschaft kam, dann wollte Adam, das ging um eigentlich, wenn ich das so mal direkt ausdrücken darf, es ging um Sexualität. Und dann wollte Adam oben sein, sage ich mal so. Es ist Symbolsprache. Symbolisch hat es bedeutet, Adam steht über sie. Und das hat sie gestört. Jetzt nicht wahrscheinlich die Liebe oder Sexualität, sondern die Situation, dass Adam über sie steht. Lilith könnte das nicht akzeptieren. Weil immerhin hat Lilith göttliche Abstammung und Adam hat menschliche Abstammung. Und das hat verursacht, dass Lilith Adam verlassen hat. Später wurde Adam mit Eva zusammen. Lilith hat Adam verlassen. Aber die Sehnsucht zwischen die beiden war immer da. Das sind die Sehnsüchte, die Wünsche, dieses Gefühl, aber gleichzeitig auch die Ablehnung von Lilith. Das ist das Energie, was diese sogenannte Lilith, wo kein Himmelsobjekt ist, wie ich schon sagte, das ist ein Schnittpunkt im Himmel, was in jedem Horoskop da ist. Also bei jedem Mensch ist ein Lilith im Horoskop und bei dir befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, dieser Lilith. Und gerade kommt ein Einfluss von Mars, weil Mars bewegt sich gerade in diesem Bereich. Und um 15. und 16. Oktober wird Mars diese Lilith erreicht. Entweder hast du in diesen Tagen ganz starke Sehnsucht nach ihm oder kommt eine Ablehnung. Vergiss nicht, in dieselben Tag bekommst du eine Nachricht auch, weil Merkur hat oder Venus berührt dein Geburtsmerkur im selben Tage, 15. 16. Oktober. Das heißt, Kommunikation, Austausch, Sehnsüchte, Wünsche bezüglich Partnerschaft, Liebe, aber Ablehnung. Wer wen lehnt ab in die Tagen? Es kann sein, dass du ziehst etwas zurück und lehnst das alles, diese ganze Kommunikation ab. Oder hast du eine starke Sehnsucht und du teilst ihm das mit, schriftlich oder telefonisch, und kommt eine Ablehnung. Es ist alles ein bisschen unsicher, was die Kontakt und diese Liebesbeziehung momentan ausschaut. Ganz um Große habt ihr alles im Einklang. Also ihr passt gut zusammen. Ihr ergänzt euch, ihr liebt euch, ihr passt gut zusammen.
Er kann keine Entscheidungen treffen und das macht dich ungeduldig und hast deine Sehnsüchte. Und diese Gespräche ist 15. 16. Oktober zum Erwarten, dass es wieder zur Sprache kommt. Und jemand von euch beide lehnt das ab. Entweder du lehnst etwas ab oder er. Ich kann das nicht sagen, aber diese Ablehnung, Sehnsucht und Ablehnung. Anziehungskraft, die Liebe und diese Sehnsüchte, aber davon zu laufen. Aber das ist jetzt kein schicksalhafte Voraussage, das sind so Momente im Leben, das sind Stimmungen und kannst mit diesem Gespräch in die Tage rechnen. Wo wirklich was bewirkt, schicksalhaft und ändert sich etwas, das ist schon die Saturn-Einfluss, weil du bist in Tierkreiszeichen Schütze geboren und Saturn, der Planet der Schicksal, der Planet der Hüter der Karma, formt unser Schicksal, bewegt sich gerade 2016 in Tierkreiszeichen Schütze. Alle Schützengeborenen und auch die Aszendentschütze haben, sind damit betroffen, dass die Schicksal geformt wird gerade von Saturn, haben auch Lernaufgabe. Du stehst in diesem Saturn-Einfluss gerade, wichtigen Lernaufgabe, ein Einfluss von Saturn, große schicksalhafte Veränderungen gerade in dein Leben und Saturn formt in die Richtung, dass du in den richtigen Weg dich befindest. Weil du in Tierkreiszeichen Schütze geboren bist, das heißt, deine Sonne befindet sich im Schütze, wird um 29. Oktober dieses Jahres, ich wiederhole, 29. Oktober 2016 erreicht Saturn genau deine Sonne. Das heißt, es trifft dich etwas persönlich oder deine Persönlichkeit, wo Veränderungen kommen. Aber diese Veränderungen geht in die Richtung, dass du Stabilität und Halt und Sicherheit bekommst im Leben. Das kann im beruflichen Hinsicht sein, weil dein Schütze liegt im 10. Haus in deiner Berufung. Also diese Veränderungen, was Saturn bewirkt gerade, exakt ist das im 29. Oktober 2016, kann in deiner beruflichen Situation sein. Also es ist nicht unbedingt jetzt die Liebe und die Partnerschaft, was Saturn betrifft, weil es ist immerhin dein 10. Haus, bewegt sich gerade, dort befindet sich dein Tierkreiszeichen Schütze und auch dein Sonne. Vielleicht hilft dir das etwas, wenn ich mal zwei Datum nenne, wo schon mal in dein Leben diese Saturn-Einfluss du gehabt hast. Es kommt nicht allen Tagen, weil Saturn braucht etwa 28 Jahre, bis wieder wirkt, in die gleichen Position erreicht. Ein Saturn-Wiederkehr nennt man das. Es passiert nicht dasselbe, aber die Energie ist so ähnlich. Weil, und ich nenne dir die Daten. Kannst überlegen, wie hast du das erlebt, was passierte das damals. Ich betone es nochmal, das passiert nicht dasselbe, aber wie wirkte diese Energie überhaupt? Das war Dezember 1986. Da stand Saturn, diese Saturnbewegung auf dein Sonne. Also die Planeten, Sonne und Mond, die bewegen sich ständig, berühren sich die Planeten im Geburtshoroskop und diese Zeit Dezember 1986 war genau auch in Tierkreiszeichen Schütze und genau in diesem Bereich, wo dein Sonne
sich befindet. Diese Energie hast jetzt nochmal. Und weil die Planeten bewegen sich mal vorwärts, mal rückwärts, das habe ich die Rückläufigkeit jetzt nicht nachgeschaut. Also ich wiederhole nochmal, 29. Oktober, das können wir mal nachschauen, ob noch in dieser Jahrgänge nochmal war. Ich muss dann nochmal die Rückläufigkeit, wenn dich interessiert, schreib mir einfach oder ruf an und dann können wir das nochmal nachschauen, ob da Rückläufigkeit auch war. Aber das stimmt schon, Dezember 1986. 80 war Saturn, standst du im Saturn-Einfluss, hat deine Sonne berührt, so wie jetzt kommt um 29. Oktober 2016. Das ist das genaue Wiederkehr des Saturn. April 2018 erreicht Saturn. Ich betone das, weil Saturn wird schicksalhaft in unserem Leben und kommen schicksalhafte Veränderungen. Also hat schon eine Bedeutung, weil immerhin unser Schicksal wird gelenkt von ihm. April 2018 erreicht Saturn den aufsteigenden Mondknoten, auch im Schütze. Aufsteigende Mondknoten bedeutet Neuigkeiten. Etwas Unbekanntes. Es kommt in dein Leben etwas Unbekanntes. Und das wird im April 2018 sein. Auch im 10. Haus, Bereich Berufung, berufliche Situation betrifft es. Ich sage nochmal ein Datum von deiner Vergangenheit zum Nachdenken. Wie hast du das damals erlebt? Das war Februar 1988. Damals hat Saturn auch dein aufsteigender Mondknoten erreicht. Ich wiederhole nochmal, das war Februar 1988. Uranus. Uranus bringt im Leben Umbrüche und Veränderungen. Immer. Und befindet sich im Augenblick Jahr 2016 im Tierkreiszeichen Widder. Und du hast im Tierkreiszeichen Widder Planeten. Mond hast du auch im Widder, Mars hast du auch im Widder, Chiron auch. Diese Uranus-Bewegung hat erreicht dein Chiron. Das war in Vergangenheit und das war März, April, also März und April 2015 hat eine Wirkung gehabt, auch dein Chiron in dein Geburtshoroskop. Das hat dich etwas gekränkt. Kannst überlegen, was war da, was hat dich damals gekränkt? Ich wiederhole die Datum, März, April 2015. Uranus bewegt sich immer noch in Tierkreiszeichen Widder und am April 2017 erreicht dein Mond. Ich wiederhole nochmal, April 2017 erreicht Uranus dein Mond. Veränderungen, Umbrüche betrifft dich emotional, eventuell deine Mama, weil Mond ist auch das Mutterbild, dass da sich etwas ändert in Verbindung oder Veränderungen kommen bei deiner Mama. Dieser Einfluss von Uranus, weil hier geht es um Direktläufigkeit und Rückläufigkeit, hast du diesen Einfluss von Uranus auf deinen Mond schon gehabt um Juli, August 2016, also gar nicht lange her, jetzt im Sommer, Juli, August 2016, Uranus wirkte auf deinen Mond, das betrifft entweder deine Mama, weil Mond hat einen Bezug zu Mutter, oder deinen Emotionen, deinen Gefühlen.
Weil dein Mars, und das ist das männliche Liebesplanet oder Durchsetzung im Leben oder das Sport auch, Mars befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen wieder, aber bei deinem Freund auch. Also er steht auch in dieser Uranus-Einfluss und das sind Veränderungen. Und dieser Uranus-Einfluss auf Mars, das betrifft entweder Sport oder sich durchsetzen im Leben oder etwas mit Fahrzeugen, mit Autos zu tun, aber auch die Männlichkeit und dieser Einfluss, was etwas ändert sich, wird kommen Mai 2017. Und dann wird wieder rückläufig und dann wieder bewegt sich vorwärts und wiederholt sich dann im November 2017. Da kannst du mit Veränderungen rechnen. Und weil das bei dir im Finanzhaus ist, kann auch deine Finanzen bedeuten. Also dieser ganze Uranus-Einfluss, wo ich schon spreche. Dieser ganze Uranus-Einfluss, das betrifft dich im Finanzbereich. Und Uranus bewegt sich 7 Jahre lang in Tierkreiszeichen wieder. Also 7 Jahre lang etwa. Das füllt fast die ganze zweite Haus aus. Also du stehst gerade in einer finanziellen Veränderung oder finanzielle Umbrüche in dein Leben. Und ich habe schon erwähnt, diese Lilith, diese Sehnsucht, Sehnsucht und Wünsche, dass du diese Lilith-Energie bei dir durch Pluto auch berührt wird. Also einmal war ein Mars-Einfluss von Lilith. Das war um 15. und 16. Oktober dieses Jahres, also jetzt in die Tagen kommt es, dass Mars die Lilith berührt. Aber nicht nur Mars berührt dein Lilith. Wie gesagt, das ist diese Sehnsucht und Sehnsüchte und Wünsche, aber gleichzeitig auch Neigung dazu, davon zu laufen. War schon mal in einem Pluto-Einfluss. Also das, was jetzt kommt in die Tage, das ist ein Mars-Einfluss. Das berührt dein Lilith und es geht um einen Mann und da sind die Sehnsüchte und Wünsche, was du spürst dann. Was in Vergangenheit war, das war nicht die Mars, sondern Pluto hat sich da auch in Berührung kommen, wo diese Lilith-Energie, diese starke Sehnsüchte und Wünsche gespürt hast. Und das war Januar, Februar 2014, war Juni, Juli 2014, war November, Dezember 2014 und September, Oktober 2015. Warum so viel Termin? Weil die Planeten bewegen sich mal vorwärts, mal rückwärts und kommt vor, dass ein Planet berühren sich im Geburtshoroskop mal paar Mal. In diesem Zeitraum hast du ganz stark gespürt deine Sehnsüchte und deine Wünsche und auch ein gemischt bisschen mit Traurigkeit, das Gefühl zu haben, es kommt nicht zur Erfüllung und das sind Vergangenheit, da kannst du mal Gedanken machen, wie hast du diese Lilith-Energie, diese Sehnsüchte erlebt. Das bedeutet nicht, dass das nicht zur Erfüllung kommen kann, überhaupt nicht, sondern manchmal muss selber Schritte machen oder mutig zu sein, dass da dies einfach zulässt. Noch bevor ich vergesse, noch ganz, ganz kurz etwas, finde ich auch wichtig. Zurück zu deinem Freund.
Ihr habt die Planeten nachgeschaut, allein von Geburtsdatum, wo seinen Planeten stehen, und habe versucht, ihn ein bisschen beschreiben. Ich habe das ganze Horoskop von ihm nicht, weil ich kenne die Uhrzeit nicht, wann er geboren ist. Aber die Planeten könnte ich mal nachschauen. Und bei ihm noch kurz, bevor ich das vergesse, sein aufsteigender Mondknoten, das, was er lernt im Leben, ist Löwe. Das heißt, er muss lernen, im Leben zu sich selbst zu stehen, mal selbst im Mittelpunkt stellen und diese Ausstrahlung zu haben und nicht immer von anderen da zu sein oder, sondern sein Selbst zu entdecken. Das, was er lernt, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht deswegen neigt er dazu, in Partnerschaft zu bleiben und keine Entscheidungen treffen zu wollen, weil er hat diesen Mut nicht, mal selbst zu sein. Weil er lernt das. Die Löwe-Menschen stehen zu sich selbst. Für einen Löwe-Mensch ist nicht schöner, wenn man im Mittelpunkt steht und jeder bewundert. Das brauchen die Löwe-Menschen und das gehört zu ihrer Natur. Sie leben ihre Natur. Und ein Löwe-Mensch kann man nicht übersehen, weil die werden immer wahrgenommen. Die sind die Sonnenzeichen. Die sind im Mittelpunkt, wie die Sonne unseren Sonnensystem. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht der Sonne. Und Sonne ist die Zentrum unseren Sonnensystem. Und so sind die Löwenmenschen. Sie stehen immer im Mittelpunkt oder haben dieses Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Oder so werden sie wahrgenommen. Die ziehen einfach die Aufmerksamkeit an sich. Und das, was dein Freund, jetzt sprechen wir nicht von dir. Dein Freund lernt im Leben, dass er mal im Mittelpunkt steht. Er kann das noch nicht. Das ist eine Lernaufgabe, wo er Erfahrungen hat, wo er sich auskennt. Das ist das gegenüberliegende Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann ist etwas Besonderes. Wassermann ist etwas Außergewöhnliches und die Wassermänner fühlen sich auch außergewöhnlich. Er fühlt sich auch außergewöhnlich, ist auch, aber er lernt, das im Mittelpunkt zu stellen und zu sich selbst zu stehen, weil er braucht die Gesellschaft. Es ist vielleicht gar nicht die Partnerschaft oder die familiäre, sondern dass er nicht alleine ist. Dann sein Chiron, was ihm kränkt, befindet sich sein Chiron im Tierkreiszeichen Stier. Die Stiere brauchen Sicherheit und Stabilität. Da fühlt er sich verletzt. Das heißt, er sucht immer Menschen um sich herum. Das ist gar nicht das Wichtigste, jetzt die Familie, sondern wichtig ist bei ihm, dass er das Gefühl bekommt, ich bin in Sicherheit, ich bin nicht alleine, er kann nicht alleine sein. Und vielleicht dieses Gefühl hält ihn noch in Partnerschaft. Erstes Mal die Waage Mond, schwierige Entscheidungen zu treffen, dann, weil er zu sich nicht selbst stehen kann, noch nicht, weil er lernt das mal. Diese Löwe-Eigenschaften, das ist seine Lernaufgabe, also neigt dazu, im Wassermann zu leben. Das ist zwar nicht familiär, er lebt auch nicht wie eine Familie, sondern mit anderen in eine Gesellschaft oder eine Gruppe oder mit anderen Menschen. Also er braucht diese Geselligkeit, dass er nicht alleine sein kann. Und die Verletzung in Tierkreiszeichen Stier, das kann die Finanzen sein, aber auch dieses Sicherheitsgefühl,
da fühlt er sich verletzt, vielleicht durch sein Schicksal, vielleicht durch sein Leben, dass er immer wieder da verletzt gefühlt hat, weil nie die Sicherheit, nie die Stabilität gefunden hat. Und er hat Angst, alleine zu sein, alleine das Leben meistern. Und das ist aber das, was er lernt. Noch so viel wollte ich noch über ihn noch sagen. Jetzt schauen wir mal an die Lebensbereiche bei dir. Das sind die Häuser und auch die einzelnen Hausspitze oder diese geheime Tore. Wie könntest du diesen Lebensbereich öffnen? Das erste Haus und das Geburtsmoment, das Aszendent, ist das Tor dazu. Also das ist Wassermann. Das ist dein Geburtsmoment. Diese Tierkreiszeichen hat dich begrüßt im Leben. Und das ist dein Kostüm, wo du dich, wie du dich zeigst im Leben, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Das haben wir besprochen. Auch Jupiter, das große Glücksplanet, hat dich auch begrüßt, bewirkt genau direkt in dein Aszendent. Das heißt, nicht nur das Tierkreiszeichen Wassermann im Osthorizont aufgestiegen, in dem Moment, wo du geboren bist, sondern auch der Planet Jupiter hat dich bestrahlt, begrüßt in dein Erdenleben. Und das ist das große Glück. Und dieses große Glück ist vom Pluto sehr schön bestrahlt. Das haben wir alles schon besprochen. Und welcher Planet bestrahlt noch dieses Tor? Wenn wir die Fixsterne bezeichnen, nicht nur die Planeten, was unseren Sonnensystem bewegt, sondern auch die Fixsterne dazu, weil die geben auch noch einen Einfluss auf unser Leben. Der Fixstern, Bus, hat diese Tor bestrahlt und es bleibt auch. Das heißt, diese Fixsterne sind unbeweglich. Das ist das Wächter über diese geheime Tor direkt in dein Aszendent. Und dieser Stern heißt Bus. Bus. Ich buchstabiere B-O-S, befindet sich, es wirkt zwar im Tierkreiszeichen Wassermann, du hast Wassermann-Aszendent, aber dieser Stern befindet sich noch im Sternbild Steinbock. Die Sternbilder übergehen immer auf dem anderen, also es ist keine direkte Abgrenzung. Also dieser Stern befindet sich in Sternbild oder Tierkreiszeichen Steinbock, aber wirkt schon im Bereich Wassermann und bestrahlt im Wassermann dein Aszendent. Und das ist das Gesicht des Steinbocks und verleiht dir Klugheit und einen klaren Verstand. Also das kannst du in deiner Persönlichkeit nützen. Und wie ich schon sagte, achte drauf, dass du hier im ersten Haus, was bedeutet du selbst, hast du die Tierkreiszeichen Fischen eingeschlossen. Etwas ist hier eingeschlossen und wartet drauf, befreit zu werden. Und befreien kannst du, das habe ich auch erklärt, wenn du das Leben, das Fluss des Lebens vertraust, wenn du Lebensfreunde hast, wenn du nicht zu streng zu dir selbst bist, wenn du dich nicht einschränkst, sondern lass das Leben einfach fließen ohne Ängste. Dann befreist du das. Die zweite Haus bedeutet Finanzen, aber auch das Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl, weil es geht um Werte und die Finanzen hängt zusammen, Hand in Hand. Wenn du mit deinen eigenen Werten nicht bewusst bist, blockierst das Fluss des Finanzen automatisch. Und hier bei dir im Horoskop liegt Chiron da. Das heißt, du hast Themen mit deinem Selbstwertgefühl. Du verletzt dich damit selbst. Und weil du damit selbst verletzt, weil das ist dein Schwachpunkt, Chiron zeigt mir das an,
Das, was dich kränkt im Leben, das ist dein eigenes Selbstwertgefühl. Und das sollst du stärken. Weil solange, bis du das nicht gelernt hast und du Themen hast mit deinem eigenen Selbstwertgefühl, kränkt auch immer wieder deine Finanzen. Nicht mit den Finanzen jetzt beginnen, sondern mit deinem Selbstwertgefühl, weil das sollst du nicht überspringen, sondern das ist das Grund, die Quelle. Erst daran arbeiten, dein Selbstwertgefühl. Und das ist wieder, Tierkreiszeichen, wieder ist er. Also hol die Wiedereigenschaften von dir raus und dabei hilft dein Mond, deine Emotionen. Es muss die Wiedereigenschaften nicht immer emotional rausholen, weil man mal wütend ist oder kann mal aggressiv sein, sondern hol die positive Eigenschaften, die wieder raus. Mutig zu sein. Mutig, das Leben zu bewältigen. Auch mutig zu sein, mal von Veränderungen. Die Widder liebt Veränderungen. Und das kann ich bestätigen. Ich bin auch im Widder geboren. Ich liebe Veränderungen. Auch größere Veränderungen. Ich habe nie Angst vor Veränderungen, sondern für mich auch, es ist ein Abenteuer. Das ist das Reiz, das ist Begeisterung. Und in anderen Tierkreiszeichen vielleicht versteht das nicht oder würden vielleicht sagen, Angst vor Veränderungen. Vielleicht deswegen ist die Widder wird betrachtet als mutig. Ist auch nicht mutig. Es ist nicht die Mut, sondern die Begeisterung von etwas Neues. Wenn, so kann ich vielleicht besser erklären. Die Begeisterung von etwas Neues. Und viele Menschen haben Angst vor etwas Neues. Genau das, was die wieder begeistert eigentlich. Deswegen wird das vielleicht gesagt, da ist vielleicht mutiger. Es ist nicht mit Mut Frage. Aber das, was dich stärkt, und dein Selbstwertgefühl stärkt, wenn du diese Wiederenergie an dir, und das hast du auch, du hast die Mars im Wider. Du hast die Mond im Wider. Wenn du diese Wiedereigenschaften rausholst, Mars setzt sich durch im Leben. Versuch mit dieser Wiederenergie, du bist damit im Einklang, weil dein Mars ist im Wider. Du lebst es im Sport. Aber versuch das auch, vielleicht mal dich durchsetzen im Leben. Oder mal Nein zu sagen. Oder mal zu dir selbst zu stehen. Stärke dir selbst und stärke dein Selbstwertgefühl, weil hier befindet sich alles, hier in diesem Bereich zweite Haus, Werte. Dein Mond ist auch hier. Also du fühlst es auch. Und so kannst du diese Chiron-Energie, Chiron ist nicht nur die, was uns zeigt, was uns kränkt im Leben. Chiron zeigt ganz genau, das ist dein Schwachpunkt, das, was dich kränkt, Punkt. Aber Chiron ist nicht nur das mit jetzt die Zeigefinger da zeigt, das, was dich kränkt und damit hast du Themen, sondern Chiron ist gleichzeitig die Lösung. Chiron ist gleichzeitig die Heilung. Also Chiron lässt uns nicht im Stich, sondern zeigt an, da hast du Schwäche. Das, was dich kränkt, bringt da Heilung rein. Und das ist definitiv bei dir, zweite Haus, dein Selbstwertgefühl. Und solange, bis du Themen hast, hast du Themen mit Finanzen. Ändere das. Und nicht nur wieder, Tierkreiszeichen wieder hast im
im zweiten Haus, sondern zum Glück hast auch Stier auch. Also du erlebst im Finanzbereich auch diese Wiedereigenschaften, aber Stier hast du auch und Stier ist die Tierkreiszeichen, was mit Finanzen was zu tun hast. Das heißt, du bringst das in Ordnung, du kriegst es hin, die Finanzen, aber jetzt nicht damit anfangen, sparen oder überlegen, wo gebe ich jetzt Geld aus, sondern beginne im Grund, in dein Selbstwertgefühl, weil das soll geheilt werden, zeigt mir Chiron an. Heile dein Selbstwertgefühl. Leb auch dein Wider und setz dich durch im Leben. Zeig Mut und Stärke. Wenn du das mal in deine Persönlichkeit gelingt, wirst du sehen, wie sich das widerspiegelt im Finanzen. Plötzlich mit diesem Energie verbesserst dein Finanzen und dann kommt natürlich auch die Stier, auch wirkt auch im zweiten Haus noch und das ist das Tierkreiszeichen ohnehin, was mit Finanzen zu tun hat. Du bringst dein Finanzen in Ordnung. Im zweiten Haus Spitze in diesem Tor zum Öffnen bestrahlt ein Fixstern und dieser Fixstern heißt DIFDA, ich buchstabiere D-I-F-D-A, befindet sich dieser Stern im Sternbild Walfisch. Und diese Energie, gerade im Finanzen, zeigt an leicht, hat auch mit Finanzen zu tun. Ganz witzig, dieser Stern hat mit Finanzen auch was zu tun. So wie bei deinem finanziellen Feld, bewacht dein Tor. Dieser Stern gibt die Energie Leichtigkeit in Finanzen. Leicht verdientes Geld, auch Gewinn, also ein leicht verdientes Einkommen oder Geld zu gewinnen, aber auch leicht zum Ausgeben. Da vielleicht auch ein bisschen drauf achten. Das heißt, du verdienst leicht dein Geld oder gewinnst du Geld. Das Geld fließt zu dir mit Leichtigkeit, wenn du diese Chiron achtest, dass du dein Selbstwertgefühl ein bisschen arbeitest. Dieser Fixstern sagt aus, du, zu dir fließt das Geld mit Leichtigkeit. Aber du neigst dazu, vielleicht auch mit Leichtigkeit auch ausgeben. Also das im Gleichgewicht bringen, wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus. Vielleicht ein bisschen bewusster damit umgehen, weil das ist nicht nur das leicht verdientes Geld oder Gewinn, sondern man neigt dazu auch, das Geld leicht ausgeben. Die dritte Haus betrifft deine vertraute Umgebung und die Verwandtschaft. Das hast du im Stier und ein bisschen mit Zwilling, ohne Planeten. Das bedeutet stabil und Kommunikation. Du bist auch vertraut in dein Umgebung, wo du lebst und da fühlst du dich sicher und das gibt dir ein stabiles Boden und Sicherheitsgefühl und hast Kontakte. Dieser Tor zu dem dritten Haus, dieser geheime Tor, welcher Planet hütet dieses Tor, nicht Planet, sondern Fixstern, da habe ich mich versprochen, Planeten sind in unserem Sonnensystem die bewegliche Sterne und diesmal hier sprechen wir über unbewegliche Sterne, also Fixsterne, wobei so minimale Bewegung haben sie auch, aber für unsere Wahrnehmung sind die unbeweglich. Also dieser Fixstern, wo bestrahlt diese Hausspitze oder dieser geheime Tor, ist Hamal. Ich buchstabiere H-A-M-A. L, das ist das Stier des Widders. Und das gibt dir Talente, das gibt dir Taktik und Kraft. Mit anderen Worten kann ich so sagen,
in dem Umfeld, wo du lebst und die Verwandtschaft, deine vertraute Umgebung, da bist du mutig, da hast du Kraft, da bist du talentiert, da kannst du dich durchsetzen, da fühlst du dich sicher, da hast du Kontakte, da bist vertraut und es läuft alles prima und mit dem Stirn des Widders, da kannst du dich mal auch durchsetzen in dein enge Umfeld. Im vierten Haus ist der Wohnbereich, wo du lebst. Das befindet sich in Tierkreiszeichen Zwilling. Gibt es keinen anderen Tierkreiszeichen in diesem Lebensbereich. Auch kein Planet. Zwilling ist Wechsel, Veränderungen. Das ist Luftelement. Also auch nicht das Bedürfnis, dass du da festhalten möchtest in die Wohnung oder Haus, wo du lebst, sondern das ist auch die Leichtigkeit und du brauchst in deinem Wohnbereich, in deinen vier Wänden immer Luft. Das muss luftig sein, das soll hell sein, das soll freundlich sein, weil sonst fühlst du dich nicht wohl. Du brauchst in deinem wohnlichen Bereich Luft und Leichtigkeit. Welche Stern bestrahlt diese Hausspitze? Das ist auch deine Herkunft auch natürlich. Und Zwilling ist auch das Wissen. Also du hast von deinem Elternhaus schon das Wissen bekommen. Es wurde dir vermittelt. Kommunikation oder Wissen wurde von Elternhaus vermittelt. Vielleicht waren auch viel Veränderungen in deiner Kindheit. Diese Hausspitze bestrahlt ein Fixstern und das heißt Prima Hyadum und das ist das größte, hellste Stern in Sternbild Hyaden. Diese Hyaden, das sind die Hyaden und die Plejaden, die sind die Töchter von Atlas und das sind die Mädchen oder die Töchter, wo weinen. Warum weinen sie? Entweder weil sie traurig sind, die haben ihren Bruder verloren, oder weinen sie aus Freude. Und hier entscheidet sich auch deine Lebenseinstellung, hat auch eine Bedeutung. Die Hyaden und die Plejaden befinden sich im Tierkreiszeichen Stier. Und Zwilling, in diesem Bereich, Stier-Zwilling, in diesem Bereich sind sie. Und im Tierkreiszeichen Stier befindet sich eigentlich das goldene Tor, die Ekliptik. Und in diesem goldenen Tor, die Ekliptik, müssen wir alle durch. Wo die Planeten sich bewegen, diese Ekliptik geht durch dieses Tor. Und so erleben wir auch unser Leben, wir gehen zu diesem Tor. Und durch dieses Tor entscheiden wir uns im Leben. Sind wir die Verlierer im Leben oder die Gewinner im Leben? Wir entscheiden uns selber. Ich könnte sagen, sind wir pessimistisch oder sind wir optimistisch? Sind diese Tränen die Traurigkeit oder Zweifel oder Schmerz oder das sind die Freundestränen? Wir selbst treffen diese Entscheidungen. Und das ist der tiefste Punkt in dein Horoskop, wo du von deinem Inneren her, von der Quelle her, diese Entscheidungen triffst oder treffen sollst. Wer bin ich? Bin ich die Gewinner im Leben oder die Verlierer im Leben? Bin ich ständig im Weinen, weil ich traurig bin? Oder weine ich, weil ich habe Lebensfreude. Und Saturn sagt auch dazu, muss ich nochmal erwähnen, wo deine Lernaufgabe ist, fünfte Haus, Lebensfreude. Lässt es bitte zu, die Lebensfreude in dein Leben. Dann hilft dir Jupiter in dein Aszendent. Das ist dein Glücksplanet, das ist die große Glück überhaupt, begleitet dich, auch schön bestrahlt. Also hast du Glück im Leben. Versuch das zu verinnerlichen, dann sind diese Tränen die Lebensfreude,
diese Tränen und nicht dein Schmerz. Das erreichst du aber, wenn in diesem Tor, und das bestrahlt diese Hyaden, diese Prima Hyadum, wo in dem tiefsten Inneren entscheide dich, bist du optimistisch oder pessimistisch und welchen Weg willst du gehen, weil so kannst du diese Tor öffnen und das ist dein persönlicher Bereich auch. Dann schauen wir mal die fünfte Haus an und das ist das Haus des Lebensfreude, wo bei dir die Planet Saturn befindet und Saturn ist natürlich auch diese Lernaufgabe, wo du lernst, einfach Lebensfreude zu haben, hast ein Quinkungsaspekt zu Neptun in deinem Geburtshoroskop, das heißt eine gewisse innere Unsicherheit. Angst, enttäuscht zu werden mit diesem Neptun-Einfluss, kann auch Ängste sein. Eine Zerrissenheit innerlich, darf ich das zulassen, Lebensfreude zu haben? Bin ich vielleicht dann doch enttäuscht? Oder soll ich mich ein bisschen einschränken, mehr streng zu mir zu sein? Und das gesamte Horoskop zeigt an, befreie dich davon, befreie von diesen Ängsten, befreie von dieser Unsicherheit. Wer soll dich enttäuschen? Enttäuscht dich niemand. Höchstens du selber enttäuschst du dich, weil du diese Lebensfreude gar nicht zulässt. Und welche Fixstern bestrahlt diese Hausspitze oder diese geheime Tor? Das ist der Stern Enzis. Ich buchstabiere E-N-S-I-S. Das ist das große Nebel des Orions. Die wurden als Held auch bezeichnet. Aber wenn wir Nebel sprechen, und es kommt öfters vor, das ist nicht die einzige Nebel, gibt es noch mehreren auch, das hat mit unseren Seelen was zu tun. Das heißt, dieser Bereich Lebensfreude ist so wie benebelt ein bisschen und öffne deinen Auge und versuch da zu orientieren. Orientieren in dem Sinne, dass du nachdenkst und die Frage stellst, was liegt in mein Herzen? Was bringt mir Freude im Leben? Öffne dein Herz. Fünfte Haus hat mit Herz zu tun. Es ist nicht immer die Liebe Partnerschaft, gehört auch dazu. Aber alles, was wir lieben, ein Hobby, ein Buch, ein Musikstück, egal was, alles, was du liebst, öffne dich dafür. Und dann wird das nicht so benebelt sein, sondern du kannst mit offenen Augen bekommst die Klarheit und kannst du dich orientieren und geh in diesem Weg, weil das gibt dir Lebensfreude und hier hast Lernaufgabe und dann fühlst du dich leichter, dann befreist du dich auch, fühlst du dich frei, dann hast du diese eingeschlossene Tierkreiszeichen auch befreit gleichzeitig. Und jetzt schauen wir mal an die sechste Haus, das ist das Alltagsbewältigung, die Pflichten, auch die Arbeit, was man so ausübt, gehört dazu, aber auch das Gesundheit, weil wenn man arbeitet, sollte man auch gesund sein. Und hier in diesem Bereich hat Analogie zu Tierkreiszeichen Jungfrau, hat mit Gesundheit zu tun, mit Alltagsbewältigung, mit Arbeit, mit Pflichten. Hier befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Krebs und Löwe und hast aber keinen Planet in diesem Bereich. Das heißt, du brauchst was Familiäres im Alltagsbewältigung. Und auch ein bisschen Löwe dazu, da fühlst du dich auch sicher, dann fühlst du dich da aufgenommen und kannst da strahlen, stehst im Mittelpunkt, aber das muss bei dir schon familiär sein. In diesem Tor, was dir öffnet zu dieser, oder öffnet oder bestrahlt oder hütet, diese geheime Tor zu diesem Lebensbereich, ist Sirius.
Ganz besonderen Stern ist es, dieses Sirius, das wurde bei Ägypter sehr verehrt, das ist nichts anderes wie Osiris. Das ist, befindet sich dieser Stern, das große Bär, das ganz berühmte Sternbär, kennt jeder. Und es ist Hingabe, Ehre, Ansehen und Erfolg. Da fühlst du dich im Alltag schon, hast Erfolg, hast Ehre und bekommst Ansehen. Die siebte Haus bedeutet die Partnerschaft. Befindet sich bei dir die siebte Hausspitze im Löwe? Das heißt, du möchtest schon in Partnerschaft dominieren. Natürlich ist das eine Ergänzung wieder zu deinem Freund. Wir wissen, ich habe gesagt, er hat die aufsteigende Mondknoten im Löwe. Das heißt, er lernt das, was er in diesem Leben lernt, diese Löweneigenschaften. Und du in Partnerschaft im Löwe, in diese Hausspitze, genau das gibst ihm in Partnerschaft. Das, was er lernt, das, was er zulassen soll als Neuland oder neue Erfahrungen, das, was du gibst in Partnerschaft. Also Hausspitze 7 ist Löwe. Jungfrau befindet sich in die Mitte, ist eingeschlossen. Und dann noch ein bisschen Waage. Das heißt, im siebten Haus hast drei Tierkreiszeichen. Löwe, Jungfrau und Waage. Die Jungfrau ist eingeschlossen. Das wartet auch darauf, befreit zu sein. Bei Jungfrau, das muss in Ordnung sein, diese Partnerschaft. Und das ist alles ordnungsgemäß, auch verläuft das Ganze. Das könnt ihr aber befreit, wenn er die Entscheidung getroffen hat und hat für dich entschieden und ihr zusammen seid, weil du möchtest in Partnerschaft Ordnung. Du möchtest da Struktur und nicht so Wochenende Partnerschaft oder mal ab und zu sehen, sondern du möchtest das in Ordnung zu bringen und das soll auch befreit werden. Ich weiß, das liegt nicht nur an dir, sondern es liegt auch an ihm auch. Und diese Hausspitze bestrahlt ein Stern, ein Fixstern. Es ist wahrscheinlich schwierig zum Aussprechen und mit größter Wahrscheinlichkeit gelingt mir nicht, aber ich werde das buchstabieren. Pra, E, Sa, E, P. Ich buchstabiere P. R-A-I-S-A-E-B-E. Das hat dieser Stern mit zwei Esel zu tun. Also nicht missverstanden, dass du oder er die Esel ist in Partnerschaft, sondern das sind besondere Esel. Erklärt die mythologische Geschichte mit. Die Götterwelt haben sich bekämpft mit den Titanen. Die waren fast verloren. Und dann kamen zwei Esel, die waren die Asilis. Ich buchstabiere A-S-E-L-L-I. Die zwei Esel, die zwei Asilis. Diese zwei Esel haben dann ein geschrien. Und wo die beiden Esel geschrien haben, haben die Titanen so ein Angst bekommen, dass sie abgehauen sind. Und so haben die Krieg die Götter gewonnen. Also eigentlich, die zwei Esel haben diesen Krieg besiegt und haben geholfen, dass bei diesem Krieg zwischen Titanen und die Götter gewonnen haben. Also deswegen ist es zwei besonderen Esel. Und diese Stern, was dein Hausspitze 7, also dein Partnerschaftshaus hütet und bestrahlt, diese
Praesaebe, das ist die Krippe von diesen zwei Eseln. Also da ist die Futter drin in dieser Krippe. Dieser Stern sagt aus als Energie, und das betrifft die Partnerschaft. Du hast Glück, also dieser Stern vermittelt Glück. Du hast Glück, aber lass dich nicht ausnützen. Das heißt, dass diese Krippe, wo die Futter drin ist, und lass diese Futter drin. Und das soll nicht andere diese Futter von dir wegnehmen. Das heißt mit anderen Worten, du hast Glück, dieser Stern vermittelt Glück, aber lass die Futter drin. Lass dich nicht ausnützen. Lass dich nicht ausnützen. Jetzt wollte ich noch mal was sagen. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte bezüglich, vielleicht fällt mir ein. Auf jeden Fall, dieser Stern bedeutet für dich Glück. Und dass du da nicht ausnützen lassen sollst. Und dass er diese Jungfrau hier befreit, das bedeutet, die Partnerschaft soll in Ordnung zu kommen. Und jetzt ist mir eingefallen, ja genau, jetzt ist mir eingefallen, was ich noch sagen wollte. Genau. Wir wissen, dass dieser Stern ist die Krippe von diesen zwei Eseln und da ist die Futter drin. Und diese Asilis sind berühmt, das sind die zwei Esel und die gehören in ein Sternbild, dass alle Sternen, die gehören in ein Sternbild. Also diese zwei Esel haben sie geschrien und deswegen sind die Titanen weggelaufen. Und das ist mir so spontan eingefallen, aber habe ich doch vergessen. Aber jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Versuch mal in Partnerschaft mal auch einen Schrei losgelassen. Vielleicht nützt das etwas. So wie diese zwei Esel, die haben nichts anderes gemacht, waren ein bisschen lauter. Die anderen Titanen sind zwar weggelaufen, aber die Götter sind geblieben. Damit möchte ich sagen, vielleicht in die Partnerschaft hilft das, wenn du mal deine Stimme ein bisschen erhebst und dass du dich nicht ausnützen lässt. Und das heißt nicht, dass er dann wegläuft, sondern vielleicht braucht es ihm Partnerschaft. Ich sehe das jetzt nicht astrologisch, das sagt so mein Gefühl dazu. Es ist mir so eingefallen. Die achte Haus bedeutet die Transformation und nennt man auch Todeshaus. Das bedeutet nicht jetzt Todesfall oder Sterben unbedingt, sondern etwas beenden oder loslassen. Und die Gefühle, die Emotionen transformieren auch. Bei dir ist Pluto hier sehr schön bestrahlt von Jupiter. Also du kannst eigentlich loslassen. Und Uranus befindet sich auch hier. Das sind die Umbrüche und Veränderungen. Da tust du dich nicht leicht und nicht einfach, weil du mit deiner engen Umgebung vertraut bist. Und du magst schon bedenken, wenn da eine neue Umgebung gibt oder größere Veränderung im Leben und dass diese Energie sollst du transformieren, dass du das einfach zulässt und das mutig wagst auch. Und Mut hast du auch dich durchzusetzen. Immerhin hast Mond und Mars in Tierkreiszeichen wieder. Also du schaffst es auch. Welche Stern bestrahlt diese achte Haus? Das ist Zaniach. Ich buchstabiere C wie Z wie Zeppelin. A, N, I, A, H. Das bedeutet Winkel oder Ecke und befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau. Es ist zwar diese Hausspitze bei dir, befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, aber wie gesagt, die Tierkreiszeichen, die übergehen auf dem anderen. Das heißt, die achte Hausspitze, diese geheime Tor, befindet sich im Waage.
aber von Tierkreiszeichen Jungfrau ist ein Fixstern, wo das bestrahlt, diese Tor. Und das ist diese Zaniach und das bedeutet Ecke und Winkel und vermittelt diese Energieordnungssinn. Also sorg dafür, dass in dein Leben Ordnung kommt. Lass los, was nicht zu deinem Leben gehört. Das kannst du auch gut, weil du hast ein sehr schön bestrahlter Pluto. Pluto fühlt sich auch wohl im 8. Haus. Das ist immerhin so sein Bereich. Hat eine Analogie zu Tierkreiszeichen Skorpion. Und Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpio. Also du tust damit leicht, schon loszulassen. Aber keine Angst vor Veränderungen. Also lässt es auch mal zu in dein Leben und sorgt für Ordnung. Und das, was diese Hausspitze, diese Tor, diese geheimen Tor vermittelt, Ordnung. Also das ist fast wie so mathematische Ordnung, das, was du irgendwie brauchst, auch dein Leben. Einerseits die Leichtigkeit. So kommt auch das Geld mit Leichtigkeit, aber sei nicht leichtsinnig und lass dich nicht ausnützen. Und dann lass die Lebensfreude zu, befreie dich und lass von dem Leben dich tragen. Aber trotzdem brauchst Struktur und Ordnung und sorg dafür, dass dein Leben diese Wandlung kommt, dass du endlich mal diese Stabilität, Ordnung, dieses Gefühl bekommst. Und wenn das nicht in deiner engen Umgebung ist, ist auch nicht schlimm, dann verlässt du deine Umgebung, wo du dich vertraut hast. Hast da auch eine karmische Aufgabe, mal ein Neuland zu kommen, wo du dich nicht auskennst, weil da ist ein aufsteigender Mondknoten, also hast da auch Aufgaben. Die 9. Haus ist das Haus des Ausland, Großreisen. Das sind die Entfernungen, aber nicht nur die örtliche Entfernungen damit gemeint, sondern auch das innere Reise auch, die Suche nach Gott, die Suche des Sinn des Lebens oder eine höhere Bildung zu machen oder mal philosophische Frage zu stellen, aber immerhin auch mit Ausland. Und hier befindet sich bei dir die Tierkreiszeichen Skorpion mit Merkur und ein bisschen von die Schütze noch. Und hier geht es um Merkur, Kommunikation. Das bedeutet, es würde dir helfen, wenn du Kontakte hast mit Ausland. Auslandskontakte, Gespräche mit Ausland. Das hilft dir in deiner Lebenswandlung. Auch vielleicht Fremdsprachen, könnte ich mir auch vorstellen. Also wichtig ist jetzt nicht in dem Sinne, dass du jetzt große Reise machst oder Weltreise, sondern vorerst mal reicht es auch viele Kontakte im Ausland. Welcher Fixstern bestrahlt diese Tor? Dieser Fixstern heißt Akrux, ich buchstabiere A, C wie Cäsar, R, U und X. Das ist das südliche Kreuz. Sehr interessant, weil hier im 9. Haus ist nicht nur Ausland oder Auslandskontakte, sondern das Wissen, eine höhere Wissen und Bildung und bedeutet auch Sinnesfrage und Religion und die göttliche. Und dieser Stern, dieser südliche Kreuz, was das bestrahlt, hat was auch mit Religion zu tun und Okkultismus und Astrologie. Also das ist so der Bereich, wo bei dir dieses Tor öffnen kann, wo dieser Lebensbereich leben kannst. Also viel Kontakte im Ausland, religiöse Fragen, Astrologie, bisschen eintauchen in die Mystik. Und das, was die Tor öffnet, und so kannst du diesen Lebensbereich leben. Die Hausspitze 10 oder MC, das ist deine höchste Berufung oder die höchste, was du erreichen kannst, deine Ziele. Da ist deine berufliche Situation auch gemeint.
Sonne steht da, also du strebst von Natur aus nach Ansehen, dass du auch beruflich was erreichst. Neptun steht aber auch da. Neptun auch mit Quinkungsverbindung, aber hat auch schöne Verbindungen auch noch. Also Neptun wird von mehreren Planeten bestrahlt, sehr schön von Jupiter, sehr schön von Pluto. Also das unterstützt dich, das heißt, du hast Glück, du kannst das bewältigen, du hast da Macht, aber ein Quinkungs zu Saturn, was dich etwas unsicher macht. Und das ist die Intuition, das ist die Spiritualität oder Kunst, das kann auch natürlich bei Neptun auch die Kunst sein. Das heißt, du lebst deine Berufung, das gibt dir Ansehen und es ist dir wichtig, dass du Ansehen und Anerkennung hast und das hast du auch. Und das bringst zu Erfolg. Dann kommt eine Art Enttäuschung, das Gefühl, die Berufung enttäuscht mich, das will ich gar nicht mehr. Und das ist auch deine Überlegung gerade. Und das ist kein Wunder, weil Neptun wirkt hier auch. Aber Neptun hat auch einen anderen Charakter. Das ist das Mystik, das ist dieser Mystische, aber auch das Kunst. Also lebt dieser Bereich und lässt es auch zu, dass du vielleicht änderst dich gerade beruflich, stehst auch um Saturn-Einfluss gerade. Und das war das 10. Haus. Und welcher Stern bestrahlt diese 10. Haus? Das ist das Stern Graphias. Ich buchstabiere G. R-A-F-F-I-A-S und das ist das Kopf des Skorpions. Es ist zwar im Schütze, MC steht im Schütze, das ist auch gleichzeitig das Haus Spitze 10, dieses Tor, dieses geheime Tor. Und dieser Stern, dieser Graphias befindet sich aber im Tierkreiszeichen Skorpion, aber übergeht im Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist das Kopf des Skorpions, wirkt aber im Bereich Schütze. Und das bedeutet Reichtum, Ruhm und Ansehen, aber gleichzeitig auch Neider. Also sei damit bewusst, dass du auch Neider hast. Und die 11. Haus, das ist die Haus der Freundschaften. Bei dir ist die Tierkreis seinen Schütze und Steinbock. Beides ist in diesem Bereich und auch die aufsteigende Mondknoten ist im Schütze, aber im Bereich 11. Haus Freundschaften. Das heißt, mit Schütze hast du natürlich die Bedürfnis, das Erweitern. Die Freundschaften zu erweitern. Über die Tierkreiszeichen Schütze herrscht der Planet. Der Planet Jupiter und Jupiter erweitert sich. Jupiter dehnt sich aus. Und du hast diesen Wunsch, diese Sehnsucht, die Freundschaften zu ausdehnen. Ein gewisser Einfluss hat aber auch in diesem Bereich Steinbock. Bei Steinbock ist das nicht immer einfach, wahre Freundschaften zu finden. Die Schütze würde das gerne vermehren, die Freundschaften. Die Steinbock ist eher strenger und wählerischer und betrachtet die Realität. Also Steinbock ist kein Träumer. Also sieht die Realität auch und Steinbock hat einen Bezug, weil über Steinbock herrscht der Planet Saturn, hat mit Traditionen zu tun, auch mit älteren Menschen zu tun. Das bedeutet, du fühlst du dich mit älteren Menschen, verstehst du dich gut.
Also du könntest mit älteren Personen schön gute, stabile Freundschaften zu pflegen. Und da hast du neue Erfahrungen mit diesem aufsteigenden Mondknoten, das nicht darum geht, dass du viele Freunde hast, weil das enttäuscht dich, sondern es geht darum, welche Freunde hast du. Also achte auf die Qualität, nicht die Zahl, dass das viele ist, sondern eher weniger. Manchmal ist weniger, ist mehr, weil das hat Qualität, das hat Bestand, das gibt Stabilität und das findest du öfters mit Personen, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, spielt keine Rolle, die wo etwas älter sind als du. Ich spreche jetzt nicht mit Beziehung jetzt, sondern Freundschaften oder gleichgesinnte Menschen, Vereine, wo du dich gern dahin gehst. Und schauen wir mal die 12. Haus an. Das ist die Zurückgezogenheit, auch dein psychischer Zustand, auch alles, was hinter verschlossenen Türen, hinter den Kulissen abspielt, diese Geheimnisse, aber auch deine geheimen Feinde. Also noch zurück zu 11. Haus. Ich habe die Hausspitze 11 noch gar nicht erwähnt, diese geheime Tor. Also die Hausspitze 11 ist ein Tor zu Lebensbereich Freundschaften. Und nicht nur die Schütze Steinbock wirkt bei dir in diesen Freundschaften, sondern du hast die aufsteigende Mondknoten hier. Das heißt, du lernst es. Das ist für dich was Neues, was du hier lernst, Bereich Freundschaften. Und ich habe erwähnt, schon nicht darauf achten, dass du viele Freunde hast, hat keinen Sinn, sondern lieber weniger, aber aufrichtige Freunde, wo das auch Stabilität, stabile Freundschaften, wo auch erhalten bleiben und hast du einen Bezug zu Ältere, also das ist, muss nicht alte Menschen sein, aber etwas älter als du. Und diese Hausspitze, diese Tor, diese geheime Tor, wo du da öffnen könntest, dieser Lebensbereich, bestrahlt von 2 Fixsternen. Einmal Lesat, ich buchstabiere L-E-S-A-T-H. Das ist das Stachel des Skorpion, wo das Gift drin ist. Das bedeutet mit anderen Worten, sei vorsichtig mit Freunden. Ich betone nochmal, nicht viele Freunde, weil das kann sein, dass du in Freundeskreis, wenn du nicht wählerisch bleibst, triffst mit diesem Gift böse Zunge oder Neider oder die, wo mit dir das nicht ehrlich meinen, lieber weniger, aber aufrichtige Freunde. Und die 2. Fixstern, wo auch dieser Tor bestrahlt, heißt Rasal Hague, ich buchstabiere, R-A-S-A-L-H-A-G-U-E. Und das ist das Kopf der Schlangenträger. Wer ist dieser Schlangenträger? Das ist Asklepios, der himmlische Arzt. Trägt die Schlange im Hand. Und wir wissen von der mythologischen Geschichte her, dass er einen Königssohn gerettet hat und dieser Königssohn hat in einen Honigtopf reingefallen und hat Asklepios, dieser Junge, dieser Kind, gerettet von dem Honigtopf und hat 2 Schlangen begegnet. Die eine Schlange hat die Gift getragen und die andere Schlange hat die Heilkräuter getragen. Nicht umsonst ist dieser Asklepios-Stab berühmt bei Apotheker.
Das ist das Symbol für diese Asklepios, diese Schlangenträger. Und Asklepios musste wählen zwischen Gift und Heilkräuter, ist auch das berühmte Arzt, Schüler von Chiron. Und hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat nicht mit dem Gift das Kind geheilt, sondern mit Heilkräuter das Kind geheilt. Also du brauchst diese Heilkräuter in deinem Bereich Freundschaften. Das heißt, wiederum sei wählerisch, weil viele Menschen wollen mit dir befreundet sein, aber nicht alle ehrlich zu dir sind. Und falle nicht in Honigtopf. Weißt du, was Honigtopf heißt? Wie sagt man dieses Sprichwort im Deutschen? Honig im Maul zu schmieren. Also nicht in süßen Worten immer glauben, sondern sei wählerisch und glaub nicht alles in dein... Das betrifft natürlich nur diesen Bereich, nur Bereich Freundschaften. Das hat mit deiner beruflichen Situation nichts zu tun. Das hat mit deiner Liebe nichts zu tun. Das hat mit deinem Freund nichts zu tun. Das wirkt im Bereich Freundschaften. Und da sollst du wählerisch sein und achte darauf, dass du dieser Asklepios bist, dieser Schlangenträger, und wählst du, welche Worte du glaubst, die Honig, süße Worte, was Gift trägt, oder die Worte, wo dir ehrlich meinen und bringen dir Heilung in dein Leben wie die Heilkräuter. Und jetzt sind wir bei 12. Haus und das ist das Geheimnisvolle, die Zurückgezogenheit, die Geheimnisse, alles, was hinter den verschlossenen Türen ist. Und in diesem 12. Haus hast Steinbock und ein wenig Wassermann. Als Planet hast du hier Venus. Dieses 12. Haus hat auch noch mit der Schwangerschaft zu tun, das habe ich Anfang erzählt. Und das ist auch die Venus, die Liebe, geheime Liebe, aber auch Weiblichkeit. Bedeutet auch Weiblichkeit. Natürlich, wenn ein Männerhoroskop ich betrachte, dann die Venus ist die Frau, die Geliebte. Bei dir ist das anderes. Bei dir ist diese Weiblichkeit, diese weibliche Art im Verschlossenen zu halten, in dieser hinter den Kulissen zu halten. Kann aber Venus auch die Kunst auch bedeuten, dass du diese Talente Kunst auch hast, weil dieser 12. Haus haben, hat nochmal eine Bedeutung. Es ist nicht nur die geheime Feinde, es ist nicht nur die Geheimnisse, es ist nicht nur die Schwangerschaftszeit kurz vor unserem Geburt, aber mal die ganze Schwangerschaftsverlauf symbolisiert das auch, sondern im 12. Haus gibt es nochmal eine Botschaft zusätzlich. Und diese Botschaft lautet, etwas geerbt im Genen. Wenn hier Planeten gibt, so wie bei dir Venus, also Menschen, die wo im 12. Haus Planeten haben, die haben von den Ahnen etwas geerbt. Das ist die Erbgenen und dieser Planet, was hier befindet, ist geerbt von Vorfahren. Ob das jetzt Urgroßmutter ist oder Ur-Ur-Urgroßvater, auf jeden Fall von Ahnen geerbte Fähigkeiten. Und das will eigentlich gelebt werden. Und das sind Fähigkeiten, was die Ahnen schon gehabt haben. Und das soll die Nachkommenschaft das nochmal zeigen, nochmal einfach in Ausdruck bringen. Und bei dir liegt hier die Venus. Und das ist das Kunst, die Kreativität, dein Schönheitssinn und deine künstlerische Begabung. Diese Fähigkeiten hast du geerbt von Ahnen. In dieser Hausspitze und dieser Bereich liegt auch Lilith da. Lilith ist, was ich auch erklärt habe, die Sehnsüchte und die Wünsche.
Das heißt, du hast so geheime Wünsche, du hast so geheime Sehnsüchte. Vielleicht weiß nicht genau, was das ist. Lilith ist unaspektiert, hat keine Bindung zum anderen Planeten. Das heißt, du findest schwer einen Zugang zu dieser Energie. Jetzt ist nicht immer Liebe gemeint, sondern du hast andere Wünsche auch oder andere Sehnsüchte. Vielleicht ist gerade diese Venus. Ich vermute, weil das sind immerhin beide in diesem 12. Haus, befindet das mit deinem Venus zu tun. Und das ist deine Kreativität und dein Schönheitssinn und deine künstlerische Begabung. Du hast da Wünsche, du hast da Sehnsüchte, aber du hast keinen Bezug dazu, weil Lilith ist unaspektiert. Es ist da, aber es wartet drauf, entdeckt zu werden, weil Planeten, was unaspektiert sind, also keine Verbindung zum anderen Planeten, warten, bis entdeckt ist. Also Lilith wartet drauf, entdeckt zu werden, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, Bereich, was dich in deinen wirklich deinen Träume sind, was deine Geheimnisse sind, nur deine Geheimnisse, und das ist deine Begabung, deine künstlerische Begabung, was du von deinen Ahnen geerbt hast, das einen Bezug zu gewinnen und das Entdecken an dir und das in Ausdruck zu bringen, das will auch irgendwie befreit zu sein. Jetzt schauen wir mal an, dein Lebensuhr, wo befindest du dich gerade in deiner Lebensphase? Das beginnt immer im Aszendent. Und da geht, da beginnt unser Leben, da machen wir Schritte. Und du befindest dich gerade Löwe-Jungfrau, noch im Löwe, aber im Übergang zum Jungfrau. Das heißt, solange bis du im Löwenphase bist, geht es um dein Selbst, selbst zu entdecken, selbst zu sein, auch dein Herz, deine Herzenswünsche auch zu leben. Da haben wir wieder mit dem 5. Haus, wo dein Lebensfreunde beschreibt. Dich im Mittelpunkt zu stellen. In dein Welt stell du dich im Mittelpunkt. Sei zu dir selbst und leb dein Selbst. In dieser Phase befindest du dich. Und das ist im Bereich 7. Haus. Das widerspiegelt sich dann auch bei deiner Partnerschaft, wo du übergehst in die nächste Phase, weil das ist jetzt gerade die Übergang, das ist die Jungfrauphase, wo dein Leben eine Struktur bekommt, wo dein Leben in Ordnung bekommt, und das begleitet dich diese Phase dann in den kommenden Jahren. Also ein Haus ist 7 Jahre, wenn ich das so unterteile, dass diese Jungfrauphase gibt's die Hälfte von die 7. Haus eingeschlossen, und das ist so 3,5 Jahre lang wirst du jetzt in die kommenden Zeit in dieser Jungfrauphase befinden, wo wartet drauf, auch befreit zu sein, frei Entscheidungen treffen und dein Leben in Ordnung zu bringen. Versuch das Schritt für Schritt. Und dann geht das viel leichter. Und schauen wir mal, was im nächsten Jahr dich erwartet. Und das bedeutet nicht von 1. Januar bis 31. Dezember, sondern von einem Geburtstag zu dem nächsten Geburtstag. Und ich habe jetzt den Jahrgang verändert, weil ich werde jetzt nicht diese paar Monate, du bist Dezember geboren, also nicht die paar Monate, was noch in dein Lebensjahr noch da ist, betrachten, sondern ich habe den Jahrgang eingegeben, das heißt kommenden Lebensjahr, von Dezember 2016
bis Dezember 2017, also die Lebensjahr, was nach deinem Geburtstag kommt. Natürlich, wenn du Interesse hast, das genau untersuchen, was kommt im kommenden Jahr, was passiert, dann können wir auch ein Jahreshoroskop machen, nur mal ganz kurz oder mal einen Einblick dafür gewinnen, was erwartet dich eigentlich 2017. Und Thema Nummer 1 wird Partnerschaft sein. Du hast Waage Aszendent und Waage ist die Tierkreiszeichen für Partnerschaft und das zeigt an die Themen des Jahres. Partnerschaft liegt auch im Aszendenten Mars, ein Mann, also eine Bindung zu einem Mars. Es wird im Jahr noch hin und her gerissen sein, Entscheidungen treffen. Das liegt nicht an dir, das liegt an deinem Partner. Also es sind noch keine klaren Entscheidungen, fühlst du dich ein bisschen hin und her gerissen. Trotzdem ist Thema Nummer 1 Partnerschaft. Er berührt dich persönlich, du ihn auch. Also ihr kommt näher, ihr kommt näher. Er muss Entscheidungen treffen. Diese Entscheidung wird plötzlich kommen. Also nicht vorbereitet oder langsam, sondern das wird eine Uranus wirkt da, so eine plötzliche Entscheidung, lass dich überraschen, das sind nicht deine Entscheidungen, sondern er kommt auf dich zu. Ein Thema wird auch die Finanzen sein, wird nicht einfach im Jahr, trotzdem hast du Glück, liegt das Glück in deiner Seite, also auf alle Fälle begleitet dich das Glück auch, aber das sind dann Veränderungen, da befindet sich in einer Transformation, das ist Skorpion-Energie im Finanzbereich, wird auch eine wichtige Thema sein, ist Saturn auch da, hast du noch da Lernaufgabe, aber immerhin hast du auch Glück. Es wird in den kommenden Jahren noch nicht alles strukturiert und in Ordnung gebracht, aber du lernst, also Lernaufgabe hast du auf alle Fälle mal und du transformierst deine Finanzen und langsam kommt es auch in Ordnung. Immerhin hast du aber auch Glück dabei. Dann wirst du eine Reise machen und das wird auch eine Bedeutung sein, diese Reise. Und hast du mit deiner Mama irgendwie Verbindung? Es wird dann auch nicht unbedingt harmonisch sein, dieser Kontakt. Aber ihr werdet etwas klären miteinander. Also ihr bringt etwas im Gleichgewicht. Das ganze Horoskop für 2017 heißt Mutter, also erstes mal familiäre Sache oder Mutterthemen, zweitens Partnerschaft, das ist wichtiger, das steht in erster Stelle, also das hat Priorität 1, Partnerschaft, Entscheidungen treffen, beiden Verbindungen, familiär, aber auch in die Partnerschaft, muss etwas im Gleichgewicht bringen. Und das auswiegen, Entscheidungen treffen, alles im Gleichgewicht bringen, das, was ansteht 2007, aber das kommt alles in Ordnung. In Finanzen hast du Lernaufgabe, du transformierst das alles, immerhin hast du auch Glück. Und kommen berufliche Veränderungen, wo ich auch Unterstützung sehe und dort hast du große Glück. Und dein Freund steht hinter dir, also ihr kommt auf jeden Fall mal näher. Wichtig ist, dass er klare Entscheidungen trifft. Und wie gesagt, mit deiner Mama auch wichtige Gespräche, ein Entgegenkommen oder Entscheidungen, etwas abwiegen, im Gleichgewicht zu halten und berufliche Veränderungen, das, was dich in 2017 zu erwartet. Und so könnte ich die Horoskop beschreiben. Jetzt zurück mal zu deinem Geburtshoroskop noch. Ich fasse mal das noch zusammen. Also von deinem Aszendent her bist du ein außergewöhnlicher Mensch mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf oder Schicksal. Das Glücksplanet, das Glück steht in deiner Seite, aber vermittelt auch, sei optimistisch und sei immer gerechtigt. Pluto bestrahlt es, das sagt sehr schön, das sagt aus, schlepp nichts in dein Leben mit, was überflüssig ist, weil das belastet dich, dann erschwerst deine Schritte.
wo du Lernaufgabe hast, das ist deine Lebensfreude, das soll fließen, dann fühlst du dich freier, dann befreist du dich selbst auch. Sei auch vielleicht nachdenklich dein Selbstwertgefühl. Da ist deine Schwäche, daran sollst du arbeiten. Wenn dein Selbstwertgefühl stimmt oder stimmig ist oder daran gearbeitet hast, verbessert sich auch deine finanzielle Lage. Wohnlich bist du unabhängig und du liebst Wohnungen oder Häuser, wo luftig ist, hell und freundlich und liebst auch das Jugend, auch das Modernes auch. Aber du bist in deiner Umgebung vertraut. Da gibt dir das Sicherheit, Stabilität, die vertraute Umgebung. Du sollst aber von dieser vertrauten Umgebung ein bisschen rauskommen und dein Horizont erweitern, auch örtlich, aber auch innerlich. Du bist sehr mystisch oder zu mystisch hin, fühlst du dich hingezogen und da hast du Talente, da hast du Fähigkeiten, nicht nur das, sondern auch deine Kreativität, deine künstlerische Begabung, das sind geerbte, von deinen Ahnen geerbte Talente, das kannst du beruflich vielleicht etwas verändern und das in Ausdruck bringen, so dass du beruflich mit diesem Bereich auch Erfolg hast. Und dieser Erfolg ist vorprogrammiert, steht nichts im Wege. Du neigst dazu, dich beliebt zu machen, bist auch beliebt und viele Freunde zu haben. Keine gute Entscheidung, weil du hast Neider. Du hast auch mal unehrliche Freunde. Achte darauf, dass du wählerischer bist und hast gute Erfahrung mit etwas älteren Menschen. Im Augenblick lebst dein Löwe-Zeit, wo du dich versuchst, dich im Mittelpunkt zu stellen oder hast das Wunsch, die Bedürfnis, bewundert zu sein. Du übergehst langsam aber in die Zeit zur Jungfrau, wo dein Leben in Ordnung bringen möchtest oder wirst es strukturieren. Mit deinem Freund ist alles in Ordnung. Ihr ergänzt euch, ihr liebt euch auch, er kann schwer Entscheidungen treffen, damit hast du ein Thema. Wo du noch Themen hast, dass du vieles ihm gefallen lässt und vielleicht neigst du sogar dazu, dich ausnützen lassen. Und mal ein lauter Ton hilft auch vielleicht in Partnerschaft. Und vor allem achte darauf, dass du dich nicht ausnützen lässt. Die Partnerschaft bekommt eine Struktur. Ihr werdet darüber sprechen nächstes Jahr. Ihr kommt auch näher. Es ist vielleicht noch keine klare Entscheidung von seiner Seite, aber lass dich nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Familiär hast du auch Gespräche, besonders zu deiner Mutter, aber lass du dich auch nicht von Gleichgewicht zu bringen, sondern versuch die Gespräche so zu führen, dass das Harmonie herrscht und du wirst beruflich ändern. Das, was du bis jetzt beruflich gemacht hast, bringt dir Erfolg, Anerkennung und Ansehen. Hast du auch Glück, den Alltag zu bewältigen, deinen Beruf zu bewältigen, aber das erfüllt dich nicht mehr und du stehst zu einer beruflichen Veränderung. Bist vielleicht noch orientierungslos, aber die Bereich Mystik oder Bereich Kunst, Kreativität, das wäre eine Richtung und es zeigt Neptun im höchsten Punkt des Horoskopes, wo du nochmal Erfolg, vielleicht sogar größere Erfolg haben kannst wie bis jetzt. Und das war meine Analyse, meine Horoskop-Analyse, Michael. Und ich bedanke mich für diese Anvertrauen. Ich bedanke mich bei dir auch, dass ich das veröffentlichen dürfte. Und natürlich bedanke ich mich für das Zuschauen. Eure Dendera.